Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Die Heidekrautpflanze, auch Erika genannt, sowie die Schneeheide und Besenheide gehören alle zu den Heidegewächsen und haben somit ungefähr dieselben Bedürfnisse. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Pflanze richtig pflegt. Heidekraut benötigt regelmäßig Wasser. Die Erde sollte daher nie über einen längeren Zeitraum trocken sein. Ihr könnt das sehen, ich habe meine hier gerade gegossen. Auch im Sommer müsst ihr dann regelmäßig gießen, gerade wenn es sehr, sehr trocken ist. Und auch im Winter nicht vergessen, die Pflanze zu gießen, wenn der Winter über einen längeren Zeitraum einmal trocken ist. Beim Standort ist die Pflanze recht anspruchslos, muss man sagen. Eigentlich gedeiht sie überall. Auch was die Bodenverhältnisse angeht, da ist sie wirklich sehr, sehr anspruchslos. Optimal entwickelt sie sich allerdings an einem vollsonnigen Standort mit feuchtem Boden, wie erwähnt ohne Staunässe. Heidekraut wird nur sehr, sehr selten gedüngt, eigentlich so höchstens zweimal im Jahr. Einmal düngt ihr die Pflanze zum Beginn der Wachstumsperiode und dann, wenn ihr die Pflanze kräftig zurückgeschnitten habt, dann könnt ihr sie auch noch einmal düngen. Damit eure Heidepflanzen nicht verkahlen, sollten sie mindestens einmal im Jahr zurückgeschnitten werden. Der Zeitpunkt des Rückschnitts hängt dabei von der Blütezeit ab. Bei einer Pflanze, die zum Beispiel im Sommer blüht, könnt ihr den Rückschnitt im Herbst vornehmen. Bei einer Pflanze, die im Winter bzw. im Herbst blüht, so wie zum Beispiel bei einer Schneeheide, solltet ihr das unterlassen, da ihr sonst keine Blüte habt. Beim Rückschnitt geht ihr dann wie folgt vor, ihr nehmt einfach so als Maß eure Hand und schneidet die dann auf eine Handbreite zurück. Also ihr seht hier so ein bisschen, könnte ich von meiner noch abschneiden, aber das ist wie gesagt nur Pi mal Daumen und da sie gerade blüht, werde ich sie jetzt nicht abschneiden. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.